Willkommen zu meiner Lesliste für den Monat November. Wir sind etwas spät dran, beziehungsweise ich bin etwas spät dran. Wenn ihr das Video seht, ist es noch ein bisschen später. Aber ich war halt im Umzugsstress und hatte dann noch nicht viel Zeit zu drehen, beziehungsweise halt mir Gedanken über die Leseliste zu machen. Ja, die ist allerdings wieder ein bisschen länger. Allerdings glaube ich nicht, dass ich so viel gelesen bekomme im November, aber schauen wir mal. So, ein Buch, was ich auf jeden Fall lesen werde diesen Monat, beziehungsweise als Hörbuch hören möchte, ist Fool's Fate von Robin Hobb. Das ist der dritte Teil der zweiten Weitseher-Saga oder halt so Tawny Man-Trilogie. Das ist etwas dicker. Hat, glaube ich, als Hörbuch auch irgendwie 36 Stunden. Ich hoffe, ich schaffe noch ein weiteres Hörbuch diesen Monat, aber ich bin mir da halt nicht sicher. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich das auf jeden Fall schaffen werde und ja, damit hätte ich mal wieder eine Reihe beendet. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, sonst ist das extrem ja, spannend und einfach eine Geschichte, wo man so richtig reintauchen kann und ja, also das begeistert mich schon. Ich habe schon angefangen halt, ne? Aber das möchte ich auf jeden Fall zu Ende lesen. Dann möchte ich eine Reihe fortsetzen, die ich dieses Jahr unbedingt beenden möchte. Und zwar, was die Spiegelbissen von Maggie Stiefvater. Das ist die dritte Band der Raven Boys Reihe. Oder The Raven Cycle heißt es eigentlich. Ja, das ist tatsächlich auch wieder ein bisschen dünner, was mir sehr entgegenkommt. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Also ich hatte den zweiten Band, fand ich auch nicht schlecht, den hatte ich dann im Urlaub gelesen. Und ja, genau, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es mit den Raven Boys und der ganzen Geschichte weitergeht. Dann habe ich noch einen Reihenabschluss auf der Liste, der wahrscheinlich dann ins Salzfall in den Dezember geschoben wird, und zwar Extra Dunkel von Gabrielle Sevin. Das ist der dritte Teil der Schoki-Reihe. Und es wäre halt auch der Abschluss einer Reihe. Ja, der geht eigentlich auch im Umfang. Ja gut, halt 420 Seiten, aber die sind halt extrem groß gedruckt, also große Buchstaben. Geht also schnell zu lesen, so ist es nicht. Auch hier würde ich jetzt eigentlich auch gerne das Ende mal wissen. Der zweite Band ging ja so, weiß ich auch nicht, so hin und her und kreuz und quer irgendwie storymäßig. Deswegen bin ich mir echt nicht sicher, wie die ganze Geschichte überhaupt ausgehen soll. Schauen wir mal, ne? Also generell ging es natürlich in der Geschichte um ja, eine Art Dystopie, würde ich sagen. Also eine Zukunft, die nicht ganz so fern ist, in der es aber verschiedene Verbote gibt. Unter anderem ist halt Schokolade verboten, aber auch Koffein und Papier ist irgendwie rationiert, etc. Und die Protagonistin gehört halt der Schokoladenmafia an. Also ihr Vater war halt ein Mafia-Boss, der ist eigentlich gestorben und sie ja, sucht halt immer noch so ihren Platz in der Welt. Ja, und dann habe ich noch mein Sub-Challenge-Buch für den Monat. Das habe ich aus dem Oktober quasi übernommen, weil ich für den November halt eigentlich kein Buch hätte lesen müssen. Und zwar die Sturmkönige von Kai Meier, Wunschkrieg. Das ist der zweite Band der Sturmkönig-Reihe, heißt das, glaube ich. Und ja, den ersten Band habe ich jetzt schon vor Jahren gelesen. Aber ich weiß noch ungefähr, worum es ging. Und ich glaube, das war auch... Also ich habe die Hoffnung, dass ich in den zweiten Band hier wieder einsteigen kann. Das ist halt so ein Tausend-eine-Nacht-Setting. Mit Genies und mit fliegenden Teppichen und so. Fand ich ziemlich cool. Würde ich halt auch gerne mal endlich beenden, diese Reihe. Weil ich habe noch zwei weitere Reihenanfänge von Kai Meier rein auf den Sub. Die würde ich dann erst danach anfangen wollen und ja. Dafür muss das erstmal gelesen werden. So, da muss ich jetzt noch ein bisschen was für meine 21 für 2021 Challenge machen. Und zwar haben wir die verborgenen Stimmen der Bücher. Ja, das könnte ich auch als Hörbuch hören, weil es gibt als Hörbuch. Und das wäre auch erstmal mein Plan. Kommt auch darauf an, wie gut ich mit dem anderen Hörbuch vorankomme, dass ich das auf jeden Fall anfange, am besten noch beende diesen Monat, aber das muss auf jeden Fall weiter dran glauben.
geht vom Umfang her, ja, 465 Seiten. Aber das Hörbuch ist eigentlich gar nicht so lang. Ist gar nicht so groß geschrieben. Es ist ziemlich groß geschrieben. Und ich muss auch noch gucken, ob das nicht gekürzt ist. Das wäre natürlich doof. So, und dann auch ein Überbleibsel von der Leseliste des letzten Monats. Und zwar Crown of Jesus von Nikki Paupreto. Das habe ich übrigens gesehen, das erscheint tatsächlich auch bald auf Deutsch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das heißt, aber könnt ihr dann die Autorin, also Nikki Paupreto, mal suchen. Das habe ich nämlich irgendwo gesehen und gedacht, oh, das erscheint jetzt auch auf Deutsch. Ja, mittlerweile ist die ganze Trilogie erschienen. Und ich könnte jetzt mal langsam starten. Also hier geht es um eine Fantasy-Welt, in der es Phönixe und Phönix-Reiter gibt. Und das Ganze dreht sich, glaube ich, hauptsächlich um zwei Schwestern, zumindest im ersten Band. Und das halt die Beziehung zwischen den beiden und halt diese ganze Fantasy-Welt. Fand ich halt in dem Sinne halt interessant, weil es halt mehr so um Schwesternbeziehung geht und nicht halt die klassische Liebesgeschichte, die ja sonst immer im Vordergrund steht. Deswegen bin ich sehr gespannt hier drauf und das ist halt auch meine 21 für 2021 Challenge. Ja, und da müsste ich nämlich zwei Bücher mal langsam lesen von, damit ich im Dezember nicht vier Bücher noch lesen muss, sondern ja, vielleicht auch nur zwei. Aber ich hoffe, das wird wieder ein bisschen ruhiger und entspannter und dass ich mehr Zeit zum Lesen habe. Ich bin gerade noch mittendrin im Diviners Band 2. Da werde ich auch noch eine Weile dran lesen, deswegen ist die Leseliste schon sehr ambitioniert. Aber ich würde das jetzt auch ungern unterbrechen, sondern ich hätte das eigentlich gerne weiterlesen, weil ich die Reihe halt auch extrem gerne mag und ich den dritten, vierten Band auch zeitnah noch lesen möchte. Den habe ich mir jetzt aber nicht noch weiter auf die Liste für November gesetzt. Ich muss mal gucken, ob ich im Dezember den dritten Band und dann vielleicht im Januar den vierten oder so. Muss ich mal schauen. Ja, das ist meine Leseliste für den Monat November. Und ja, ich versuche jetzt meine Videos mal wieder ein bisschen zügiger zusammenzukriegen. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.